die größten Takeaways von einer der größten Business-Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden, heute in meiner neuesten Ausgabe der CHC Show. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Poschig von CHC und ich präsentiere dir einmal in der Woche eine CHC Show zur Ausgabe Small Business Success. Das heißt, da geht es darum, wie wir als Selbstständige erfolgreicher werden können, wie wir ganz einfach unser Work-Life-Balance besser verbinden können, unsere Life-Balance besser eben hinbekommen. Und da geht es vor allem darum, wie wir als Unternehmer erfolgreicher werden können. Auf persönlicher Ebene, auf gesundheitlicher Ebene und natürlich auch auf beruflicher und finanzieller Ebene. Heute, du hast es vielleicht auf Social Media gesehen, geht es darum, dass ich dir meine biggest takeaways, dass ich es noch rausbringe, von einer der größten Business-Konferenzen jedes Jahr eben mitgebe und einfach mit dir auch ein bisschen teile, was kommt so auf uns zu, was sind so quasi die neuesten Trends, was sind so die neuesten Richtungen. Und du wirst es, wie gesagt, vielleicht auf Social Media gesehen haben. Ich habe letztes Wochenende, also Freitag bis Sonntag, an einer sehr, sehr großen Konferenz teilgenommen. Die war ein Hybrid-Event quasi. Das heißt, es hat in Miami in den USA stattgefunden. Dort waren, ich glaube, um die 10.000, 12.000 Teilnehmer waren persönlich dort vor Ort. Ja, es gibt doch Business-Konferenzen, die auch persönlich stattfinden dürfen, wo Tausende von Leuten zusammenkommen dürfen. In Europa nimmer mehr. Die Amerikaner sind da ein bisschen weiter schon teilweise oder trauen sich einfach über das drüber. Und zusätzlich dazu waren Zehntausende Leute über den Livestream mit dabei. Und das weiß sicher, ich mache gerade meine Business Journey. Ich sitze gerade in Sardinien, um hier Remote Leadership, Remote Work zu testen. Normalerweise habe ich den Firmensitz bei mir in Österreich, gleich südlich von Wien. Aber mir war es dadurch eben möglich, von hier an dieser Business-Konferenz in den USA teilzunehmen. Und was für mich schon mal wirklich, wirklich spannend war, sind die neuen Leute und die neuen Speaker und die neuen Experten, die uns dort vorgestellt worden sind. Und das ist für mich schon eines dieser Takeaways gewesen. Es waren beispielsweise jetzt Leute, die man eher aus den Medien oder eher jetzt aus dem Musikbusiness kennt. Was hier allerdings für wirklich, wirklich geniale Entrepreneurs dahinter stecken, da habe ich einige Male mir wirklich gedacht, wow, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Pitbull kennen die meisten wahrscheinlich, weil er coole Musik macht oder manche mögen die Musik, manche nicht, egal. Ja? Aber den kennt man normalerweise aus dem Musikbusiness, weil der eben ganz einfach sehr, sehr erfolgreicher Künstler und Musiker ist. Der war einer der Business-Experten dort und hat erzählt, wie er sein Business aufbaut, was er unabhängig von der ganzen Musik eben so macht und wie er ganz einfach Entrepreneurship definiert und wie er das Ganze eben quasi auch geschafft hat mit seiner Story. Und das sind einmal Dinge, die für mich super spannend sind. Ein weiterer, der dort gesprochen hat, war Drew Brees, ein Quarterback, der vor kurzem eigentlich erst sein Retirement bekannt gegeben hat. Und das sind auch Themen, wo man sich denkt, ja, okay, Profisportler, Leistungssportler, aber das sind keine Personen, die man normalerweise mit hochgradigen Entrepreneurs, Unternehmertum verbindet. Aber der ist zum Beispiel schon seit langer Zeit in den Bereich Investment eingestiegen von Unternehmen. Das heißt, der investiert in Unternehmen, der unterstützt Startups, der baut Startups auf, der coacht die und bringt eben, so wie ein guter Freund von mir, der Bernhard Sieber, einfach auch diese Thematik aus dem Profi- und Leistungssport in die Unternehmerwelt hinein. Und es hat ganz, ganz viele solche Themen gegeben und vor allem solche Experten gegeben, die dort unter anderem gesprochen haben. Und das ist für mich schon mal ein wirklich, wirklich spannendes Takeaway, dass man ganz einfach eben hier jetzt oft Leute kennt aus einem ganz einem anderen Zusammenhang, die aber unglaublich spannende unternehmerische Skills und Ansätze und ein Mindset dahinter haben. Und ein Punkt, warum ich auch mit Bernhard immer so gern zusammenarbeite, ist wiederum, weil es war nicht nur der Drew dort, sondern es waren auch einige andere ehemalige oder amtierende Profisportler dort oder aus dem Showbusiness dort. Das waren einfach Themen, wo für mich super spannend war, wie die auch das Thema Unternehmertum im Moment eben sehen. Ein weiterer war Tyrese Gibson, den man vielleicht aus den Transformers-Movies eben kennt. Auch der, was der im Hintergrund an Unternehmen aufbaut, an unternehmerischen Skills hat. Und das ist für mich das Spannende. Alle, ausnahmslos alle, haben darüber gesprochen, dass wir jetzt zwar in einer herausfordernden, in einer sehr, sehr herausfordernden Situation wirtschaftlich sind,
dass wir aber gleichzeitig weltweit gesehen in einer Situation leben, wo wir die größten Chancen und die größten Möglichkeiten haben, wenn wir als Unternehmer richtig Gas geben. Und da komme ich für mich zum nächsten Takeaway, nämlich Step Up Again. Ich merke es so stark bei uns in den Coachings noch. Es gibt so viele Selbstständige, die nach wie vor schlafen oder nach wie vor den Kopf im Sand stecken haben und nach wie vor warten und hoffen, dass diese wirtschaftliche Situation endlich wiederum vorübergeht. Hey, aufwachen! Das wird nicht mehr so schnell weggehen. Ihr müsst bitte endlich aufwachen und endlich aktiv werden. Wir haben heute in der Früh eine Online-Session gehabt, wo es auch um das Thema gegangen ist. Wichtig ist, wir müssen uns bewegen, weil die Chancen und die Möglichkeiten, die im Moment alle entstanden sind durch diese Probleme, die wir weltweit haben, die sind so groß wie nie zuvor. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass nicht Regierungen diese Probleme lösen können und lösen werden, sondern dass die Unternehmer, das Unternehmertum, die Leute, die den Mut haben, die Step Up Again, ja, die ganz einfach wiederum die Initiative ergreifen, das werden die Leute sein, die uns aus diesen ganzen Situationen rausbringen. Und das war auch ein ganz wesentlicher Punkt, der für mich einfach dahergekommen ist. Ein weiterer Punkt, der sich auch egal in welcher Ebene durchgezogen hat, und es waren auch wirklich einige Multimilliardäre, die dort gesprochen haben. Ich gebe dir ein Beispiel, ein Real Estate Experte hat dort gesprochen, der innerhalb von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, also nicht einmal 10 Jahren, eine Art Network-Marketing-System für Immobilienmakler in den USA kreiert hat. Und der hat innerhalb von eben sehr kurzer Zeit erstens mal 48.000 Mitglieder in dieser Organisation entwickelt und zweitens einmal einen Unternehmenswert von über 10 Milliarden Dollar kreiert. Könntest du dir das vorstellen? Der hat als Startup begonnen und Jahr für Jahr, jedes Jahr, dass der quasi das Unternehmen aufgebaut hat, hat er den Unternehmenswert quasi um 1 Milliarde erhöht. Unvorstellbar für mich. Unvorstellbar. Ja? Und von solchen Leuten durfte ich lernen. Und das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Ja? Alle haben ganz intensiv darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass du ganz einfach diesen Ausgleich schaffst. Wie wichtig es ist, dass du quasi enjoy the ride, ja, das heißt, dass du ganz einfach diesen Prozess genießt und dass du nicht jetzt wartest und dass du nicht jetzt 20 Jahre nur arbeitest und vergisst, dass du währenddessen auch ein Leben hast und dass du währenddessen auch eine Gesundheit hast und dass du währenddessen vielleicht auch eine Familie oder ein Sozialleben hast, sondern alle haben vehementes darauf hingewiesen, dass man diese Balance und dieses Kombinieren hinbekommen muss. Und das hat mir deswegen auch so gut gefallen, weil ich dieses Thema Work-Life-Balance, ich hasse dieses Wort. Warum? Das ist der größte Schwachsinn, der jemals erfunden wurde. Work-Life-Balance. Das heißt, wenn ich in the work bin, habe ich kein Leben. Da gibt es no life in the work. Oder wenn ich lebe, darf ich nicht arbeiten. Was ein Schwachsinn. Ja? Das heißt, wenn man schon mit solchen Begriffen um sich werfen möchte, von mir aus kann man dann sagen, okay, Life-Balance. Das heißt, mein Leben ist in Balance. Weil arbeiten, Geld verdienen, Karriere machen, wirtschaftlich unabhängig sein, Freiheit, Gesundheit, Familie, Sozialleben, Hobbys, all das gehört zum Leben. Und das sollte doch in Balance sein. Ja? Und das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz stark hier wiederum hervorgekommen ist und wo ich ganz, ganz stark ganz einfach auch gesehen habe, wie sie das machen, wie sie das einfach umsetzen. Und wir haben auch heute in unserer Online-Session viel über dieses Thema gesprochen. Da kommen auch sehr viele Rückfragen in den Coachings immer wieder. Und da geht es ganz oft darum, okay, wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich einfach Routinen entwickeln, dass ich Beruf und Privat trennen kann? Trennen insofern, dass ich, wenn ich beispielsweise Remote Work betreibe, wie ich jetzt gerade, oder wenn ich vom Homeoffice arbeite, dass ich dann nicht das Gefühl habe, ich bin permanent in der Arbeit und ich muss permanent E-Mails checken. Und das kann ich mit Morning Routines machen, mit Abendroutinen machen. Das kann ich mit geblockten Zeitslots machen. Also hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja? Und ein weiterer für mich wirklich unglaublich spannender Biggest Takeaway war dieses Thema Umstrukturierung, Restrukturierung, wie man sich aufstellen kann. Und das hat mich auch in meinem Experiment, das ich gerade eben mache, bestärkt, dass das genau die richtige Entscheidung war, trotz all diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Vorbereitung.
Das heißt, diese Chancen und diese Möglichkeiten, die wir hier jetzt bekommen haben, so eine Chance und so eine Möglichkeit kann sein, dass wir den Rest unseres Lebens nie wieder bekommen. Ist es mit Herausforderungen verbunden? Ja, definitiv. Aber hallo, unglaublich. Ist es mit Umswitchen, mit Umdenken, mit Neudenken, vielleicht sich selbst kannibalisieren, wenn es um die Angebote, um die Produkte geht oder um das Geschäftsmodell geht, das wir vor Corona gemacht haben, verbunden? Ja, wahrscheinlich schon. Im Umgekehrten entstehen aber eben genau für die Leute, die hier step up again, ja, die ganz einfach hier den Mut haben und die sich neu aufstellen, die sich neu positionieren, die eine neue Herangehensweise finden, die ihr Thema einfach über andere Kanäle transportieren. Für Leute wie uns entstehen so große Chancen, wie es überhaupt noch nie zuvor gegeben hat. Und mit dem möchte ich auch die heutige Session ein bisschen ausklingen lassen und möchte dir da auch so ein bisschen einen Teaser auf die nächste Session geben. Also meine Business Journey, die ich jetzt gerade mache, ist insofern ein Selbstversuch, weil ich wirklich immer schon als Ziel hatte, dass ich Reisen und Arbeiten kombinieren kann. Ich war aber, bevor Corona begonnen hat, in einer Situation, wo ich so viel auf Geschäftsreise zu den Kunden sein musste und im Flugzeug und im Zug und im Auto verbracht habe, dass das nicht möglich gewesen wäre. Und durch diesen ganzen Switch und durch diese ganzen Online-Alternativen und durch das neue Aufstellen bei uns ist es plötzlich möglich gewesen. Und das sind eben Themen, wo wir jetzt erstens mal einen wesentlich leichteren und wesentlich schnelleren Zugang zu den Kunden haben. Wir können noch mehr Mitarbeiter zu einer besseren Gesundheit begleiten in meinen Geschäften, in meinen Unternehmen. Wir können auch noch mehr Selbstständige dabei coachen, dass sie selber erfolgreich werden. Und trotzdem kann ich inzwischen arbeiten, wo ich will. Und kann ich hier in Sardinien die Show produzieren und aufnehmen und muss nicht in Mödling in meinem Büro sitzen und muss nicht irgendwo jetzt zu den Kunden persönlich vor Ort fahren. Ja? Und diese Chancen hat die Veränderung im letzten Jahr für mich und für mein Team gebracht. Und du, wenn du genau hinschaust, wirst du auch bei dir im Business viele Möglichkeiten finden, wie du hier dein Businessmodell adaptieren kannst, dass du erstens einmal weiterhin eine Marktberechtigung hast, zweitens einmal dank der Technologie viel leichter und viel schneller zu Kunden und neuen Aufträgen kommst und drittens, und das ist vielleicht sogar eines der wichtigsten Punkte, das Ganze mit mehr Freiheit in deinem Leben und in deinem Geschäft kombinieren kannst und dadurch, was ich vorhin schon gesagt habe, enjoy the ride. Und genau um das wird es auch in einer meiner nächsten CHT-Shows gehen. Das heißt, wie kannst du dein Geschäftsmodell aufstellen, damit du die Freiheit und die Unabhängigkeit mit deinem Business und mit Karriere und mit Wachstum kombinieren kannst. In der Zwischenzeit darf ich dich einladen, dass du einfach auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeischaust. Jeden Tag kommt ein Update, jeden Tag schmeiße ich eine kurze Information raus, wie es mir mit dieser Business-Journey geht. Und ja, es gibt auch Herausforderungen, genug Herausforderungen, die ich zu lösen hatte und die ich zu lösen habe. Also, schau einfach rein, da bekommst du ungefiltert, ungeschminkt jeden Tag ein neues Update dazu. Und ich freue mich, wenn wir uns hören, beziehungsweise wenn wir uns in der nächsten CHC-Show wiedersehen. Alles Gute, gute Gesundheit und vor allem viel Erfolg. Stefan, ciao.